Außer, dass die anrollt. Das ist ja das Tolle. Ja, Jurassic Park, die Erde bebt. Die E9307. 18 Elektrolokomotiven vom Typ E93 wurden ab 1933 für schwere Güterzüge auf der elektrifizierten Geislinger Steige von der AG für die Deutsche Reichsbahngesellschaft geliefert. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 65 bis 70 km/h liefern diese eine Leistung von 3400 PS. Markant sind die beweglichen Vorbauten, die über drei Tatzlagermotoren für die drei Achsen verfügen. Diese Vorbauten und die dunkelgrüne Farbgebung haben wir mit diesem Spitznamen deutsches Krokodil. An die CE68. Erst 1976 wurde begonnen, die Baureihe E93 aus dem Bestand zu nehmen. Eine der Lokomotiven hat ihren Dienst an der Geislinger Schneide sogar bis 1984.